Ja, herzlich willkommen, liebe Leser, zum OZ-Blog. Noch 2 Tage bis Heiligabend. Und wir haben mal geguckt, was dieses Fest und auch die darauffolgenden Feiertage um Silvester für Mecklenburg-Vorpommern bedeuten. Es kommen wieder Tausende, ja Hunderttausende Urlauber. Wir haben nachgefragt bei den Hotels, wie gut sie ausgebucht sind. Und es steht ja auch noch die spannende Frage, knackt Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr seinen Tourismusrekord? 28,4 Millionen Besucher, das war die Bestmarke bisher. Kann sein, wenn jetzt nochmal Weihnachten und Silvester gut laufen, dass wir da drüber sind. Auch sehr gerne nach Mecklenburg-Vorpommern kommen Promis, haben wir festgestellt. Wir hatten ja die Nachricht schon drin, dass Kultstürmer, Kultfußballer Zlatan Ibrahimovic vor Rügen gefischt hat. Und wir fragen mal nach, welche Promis noch hier waren und tolle Hechte aus dem Wasser gezogen haben. Eine traurige Nachricht für viele Fans. Udo Jürgens ist gestorben mit 80 Jahren gestern. Aber es gibt auch sehr viele schöne Erinnerungen, die Menschen aus Mecklenburg und Vorpommern mit ihm verbinden. Und wir haben unsere Leser mal gefragt, an welche Lieder erinnern sie sich? Was hat ihnen Udo Jürgens gegeben? Das und viele andere Themen lesen Sie morgen wieder in Ihrer Ostsee-Zeitung.